Hallöchen, liebe Commander und Commanderinnen aus der Beta 2.4, in Klammern Beta 1. Ich habe es gestern nicht geschafft, ein Video dazu zu machen, weil ich mich gestern in die Beta gar nicht einloggen konnte. Und jetzt aktuell ist das der dritte Versuch der Aufnahme, denn gerade zweimal zuvor ist mir die Aufnahme bzw. das Spiel direkt an derselben Stelle abgestürzt, aber dafür hat Frontier auch zwei Fehlerberichte schon bekommen, und zwar in einer und derselben. Zeige ich gleich. Das war immer noch nicht so weit, das Video, deswegen konnte ich da immer noch mal neu anfangen. Gut, wir gucken mal jetzt so ein bisschen durch, was sich so geändert hat. Und es hat sich nämlich einiges geändert, eine ganze Menge sogar und einiges auch. Da haben sie die Schraube nicht nur einmal umgedreht, da haben sie die komplett nochmal, weiß ich nicht, ja, geschraubt. Jedenfalls, wir gucken uns mal so erstmal die Menüs an, die wir so haben. Hier links im Navigations- und Transaktionskontakte-Menü sieht man erstmal nicht viel Neues. Ich weiß nicht, ob vielleicht neue Filter dazugekommen sind. Nö, auch nicht. Da stand jetzt auch nichts weiter in den Patchnotes drin. Hier oben, das Kommunikationsmenü, das sieht ein bisschen neu aus, beziehungsweise nicht alles, nur das hier drüben. Und das war auch das, was mich gerade immer wieder aus dem Spiel geschmissen hat. Wenn ich nämlich die Nachrichten, kann man jetzt entweder so löschen wie vorher, dass ich halt auf die Nachricht erst drauf gehe. Ich mache es jetzt nicht, weil mir das Spiel halt gerade zweimal vorher abgekackt ist. Oder man löscht die direkt über den kleinen Papierkorb hier drüben. Egal, was ich gerade versucht habe, entweder direkt über den kleinen Papierkorb oder in die Nachricht rein und dann über den Papierkorb löschen, ist mir das Spiel zweimal abgeschmiert. Gut, ich lasse das jetzt da oben. Ich habe nämlich keine Lust, nochmal anzufangen. Gut, ja, und der Rest, den kennt man so schon. Da gibt es also auch nichts Neues. Hier unten, das, ja, es gibt halt auch viele kleine Überarbeitungen einiger Sachen an Schiffen. Bei der Dolphin zum Beispiel war es der Fall, ich glaube beim T9, T7 Transporter war es der Fall, wo so kleine, ganz kleine Probleme mit irgendeiner Textur oder sowas gab. Ich verlinke euch auf alle Fälle die deutschen Patch Notes in der Videobeschreibung, denn die, beziehungsweise der Zed Brannigan von der BBFA hat sich die Mühe gemacht, das mal komplett auf Deutsch zu übersetzen. Und da verlinke ich euch das einfach mal in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gern komplett mal durchlesen. Wie gesagt, der hat ja so gut wie alles auf Deutsch übersetzt. Eine ganz feine Sache. Vielen Dank dafür schon mal. Und im deutschen Forum steht sowieso auch eine ganze Menge drin. Daher habe ich das nämlich. So, weiter geht's. Ja, hier unten, das ist auch alles so wie gehabt, wie man das so kennt. Und eventuell, okay, gut, das kennen wir, das haben wir. So, das haben wir auch. Jetzt wird es gleich ein kleines bisschen interessanter. Denn zum einen wurde der Holomy-Modus ein kleines bisschen nochmal überarbeitet oder dran gedreht. So. Und zwar könnt ihr jetzt verschiedene Presets von euren Charakteren speichern. Ihr habt zum Beispiel einen männlichen Charakter mit Anzugfarbe blau, so wie er jetzt halt gerade da ist. Ihr könnt euch den speichern. So, genau, der ist schon gespeichert. Und wenn ich jetzt einfach jemand anders erstelle, einen weiblichen Charakter, könnte ich den halt auch speichern. So, und die dann immer wieder, ach du Scheiße, uiuiui, die sieht aber schon ein bisschen mitgenommen aus, ne? Na gut, er hier auch. Sieht aus wie nach, weiß ich nicht, 40 Stunden durchgezockt. Jedenfalls gibt es jetzt verschiedene Sachen, die man, huch, Scheiße, jetzt habe ich den überschrieben. Na gut, das macht ja nichts. Kommt er hier zufällig wieder? Da ist er nämlich wieder. Super. Jedenfalls könnt ihr verschiedene Sachen dann übernehmen. Die unten dann natürlich auf Laden, wenn ihr den jeweils anderen haben wollt. Das ist eine feine Sache, finde ich ganz gut. So kann man immer mal hin und her switchen. Ich weiß jetzt nicht, auf wie viele Speicherplätze das begrenzt ist, aber es kommen auf alle Fälle. Könnt ihr mal testen, den ich einfach mal so immer wieder denselben reinspeichere. Ja, also 9 Plätze weit runter scrollen kann ich ja nicht. Also 9 verschiedene Charaktere könnt ihr euch hier speichern und dann immer wieder laden, wie ihr das gern hättet. Ich finde es gut, man kann dann nämlich, na gut, man kann ja einstellen, ob man den Helm immer angezeigt gelassen oder lassen möchte oder halt bloß in bestimmten Situationen. So, auf alle Fälle, es gibt auch ein paar neue Frisuren. Wir können mal hier kurz reinschauen. Ich möchte mich jetzt hier nicht so lange aufhalten. Jedenfalls, ich glaube, hier unten sind die ganz, ganz tollen neuen Frisuren dabei. So. Ist das nicht...
ist das nicht so eine Wolfgang Petri-Frisur? Ich meine, so schlecht finde ich die jetzt nicht. Die sieht so von der Frisur her ganz gut aus. Nicht unbedingt für unseren Charakter geschaffen. So, na, die ist auch schick. Ja, nicht schlecht. Ja, auf alle Fälle gibt es da, ich glaube, 12 neue Frisuren sind jetzt dazugekommen. Keine schlechte Sache, also auch da wird ein bisschen dran gearbeitet und allgemein das ganze Holomi halt so ein bisschen flüssiger nochmal gemacht. Ja, gut, das war's. Verlassen wir mal, ohne zu speichern, beenden. Genau, wunderbar. Ja, hier drüben waren wir. Das war das Holomi. Ich gehe mal in die Statistiken rein, denn auch da ist was Neues dazugekommen. Es hat sich übrigens nicht nochmal an den Schildstärken und so weiter geändert. Immer noch nach wie vor. Das gab es ja im letzten Patch 2.3 ganz am Anfang mal, dass sie was in den Schildstärken geändert haben. Hier ist es aktuell zumindest nicht der Fall, da ist alles beim Alten geblieben. So, der Kontostand auch, Kampf, das kennen wir alle schon. Verbrechen kennen wir, Schmuggel kennen wir, Handel kennen wir, Abbau kennen wir, Erkundung kennen wir, Passagiere kennen wir und Such- und Rettungsmission. Das ist neu, zeige ich euch auch gleich im Stationsinterface. Das sind dann die insgesamt geretteten Objekte, der Profit dadurch und die Rettungsaktionen gesamt gespeichert herstellen. Auch das kennen wir von den Ingenieuren. Die Crew verloren ein, ja. Crew entlassen 11. Okay, 85 Millionen haben die Säcke schon bei mir eingenommen. Ich fasse es nicht. Na gut, Multicrew und den Rest kennt man auch. CQC-Statistik, so schlecht ist meine CQC-Statistik tatsächlich gar nicht, aber nee, das fangen wir nicht nochmal an. Ja, das wäre soweit bei den Modulen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob vorher auch im Klammern beim Frachtgestell die Kapazität hier dahinter stand. Das weiß ich jetzt gar nicht. Naja, ihr habt gerade vielleicht schon gesehen, dass wenn ich auf das, zeige ich aber gleich nochmal, auf das Frachtgestell klicke, könnte ich hier auch Drohnen herstellen. Dazu können wir gleich nochmal. Auch das wieder eine neue Sache. Die Feuergruppen, das kennen wir schon soweit. Das Inventar. Da ist es leider. Und ich hoffe, die drehen da auch nochmal dran. Die haben nämlich an vielen Zahlenwerten gedreht. Und ich hoffe auch an den beiden. Und zwar sind das die Materialien und die Daten immer noch bei 500. Beziehungsweise bei den Materialien bei 1000. Denn es gibt neue Synthetisierungen. Neue Synthesen sind hinzugekommen. Heißt es Synthesen oder Synthetisierung? Keine Ahnung. Neue Synthesen sind hinzugekommen. Die hier oben kennen wir alle schon. Dann haben wir hier die Drohnen, die ich gerade meinte. Man kann jetzt selber Drohnen herstellen und bräuchte dafür halt Eisen und Zinn. So weit, so gut. Man kann aber auch Düppel jetzt herstellen und Kühlkörper und die Lebenserhaltung kann man wieder auffrischen. Das ist eine ganz feine Sache. Das ist neu hinzugekommen. Und für die Düppel bräuchte man allerdings Filamentkomposite, Kompaktkomposite. Da scheint wieder was Neues zu sein. Das heißt nämlich, in den eh schon randvollen kleinen Frachtraum für die Materialien oder für die Daten kommt jetzt wieder was Neues hinzu. Gut, hier hinten, das hätte man schon. Vor allem hier, also einfacher, hier sieht man keinen Unterschied zwischen einfacher und Standard, weil bei Premium steht rechts unten als Bonus 2 Sekunden Dauer mehr, also plus 2 Sekunden schießen die Düppel aus eurem Raumschiff raus. Ist eine geile Sache, finde ich super. Und vor allem, dass man die auch unterwegs auch aufladen kann. Allerdings Kompaktkomposite, Filamentkomposite, keine Ahnung. Kriegt man wahrscheinlich irgendwoher wieder eingesammelt. Scheint was Neues zu sein. Und ich finde, da kommt jetzt nochmal was dazu. Und dann erhöht doch wenigstens oder verdoppelt von mir aus den Speicher. Ich hoffe, da dreht sich nochmal was dran. In den letzten Betas, da hatten wir immer Glück, da hatte ich es mal tatsächlich auch angesprochen und wurde auch im englischen Forum oft kritisiert, dass es einfach zu klein ist, der Frachtplatz oder der Speicherplatz dafür. Und dann haben die das auch nochmal angehoben. Na gut, vielleicht tut sich da was, wenn wir Glück haben. Jedenfalls, der Unterschied zwischen einfach und Standard ist einfach, füllt die Hälfte der Düppel wieder auf, Standard füllt sie komplett wieder auf und Premium ist komplette Auffüllung plus 2 Sekunden Dauer. Ja, die thermische Legierung ist eine Sache, die kennen wir schon, aber halt die ersten beiden Sachen sagen mir überhaupt nichts. So, Kühlkörper können wir auch da wieder herstellen. Oh, guck mal, da könnte ich auch hier einfach und vor allem Standard Hitzeableitung plus 50% und Premium plus 30% Hitzeableitung. Das ist so genial, absolut geil. Da braucht man zum Beispiel, wenn nur noch eine
eine Kühlkörperbank mit im Raumschiff. Ist eine super Sache. Man muss die nicht mehr 3, 4 reinschmeißen, zum Beispiel in irgendein Explorer-Raumschiff. Es reicht eins und du kannst die dann. Natürlich musst du von den Sachen, wenn du auf Explorer-Tour gehst, einiges dabei haben. Die Sachen findest du halt unterwegs nicht. Das sind Sachen, die man so bekommt, die man so einsammeln muss, die man nicht über diese kleinen Brocken auf einem Planeten bekommt. Also das sind alles Geschichten, die man so aus meistens abgeschossenen Raumschiffen oder halt an irgendwelchen Stationen oder Basen findet. Ja, die kann man mit einem Buggy einsammeln, kann man aber auch mit einem Raumschiff einsammeln, je nachdem. Aber halt so auf fremden, weit entfernten Planeten findet man sowas einfach nicht mehr. Ja, also das ist auch eine sehr, sehr geile Sache. So, dann die Lebenserhaltung. Auch da, ja gut, kann man wieder auffüllen. Ist auch super. Und was hatten wir noch? Die Drohnen. Genau, die Drohnen können wir jetzt auch herstellen, denn es gibt auch neue Drohnen. Und zwar, Moment, gibt es jetzt Drohnen, die die Hülle wieder reparieren. Vom Raumschiff. Das ist auch super, denn bisher konnte man ja nur über die AFW, die automatische Feldwartungseinheit, konnte man ja nur die ganzen Module wieder reparieren. Allerdings nicht die Hülle. Also rechts unten bei den 100% unterm Schild, das kann dann wieder mit den neuen Drohnen aufgefüllt werden. Da können wir eigentlich direkt mal gucken, ob die hier, sind die extra zu finden? Die zählen ganz normal unter Drohnen, okay. Dann gibt es dafür vielleicht ein Modul. Ich bin jetzt hier leider gerade nicht in der Founders World, dass die hier alles hätten. Aber wir können trotzdem mal in die Ausrüstung schauen, auch da gibt es was Neues. Denn zum Beispiel, das müsste bei Lackierung gewesen sein. Auch das sieht ganz geil aus. Ist auch neu. Und zwar, wo war das denn? Genau, man kann sich jetzt nämlich die Sachen, mit denen man die Schiffe verbessern kann. Genau, kann man sich angucken. Man sieht es hier gerade schlecht. Hier kommt dann was dazu. Kann man sich vorher angucken, bevor man die kaufen oder kauft im Shop. Und das geht auch bei den Lackierungen. Man kann sich vorher die Lackierungen dann angucken, hier. Und dann, wenn man die halt haben möchte, auf den Link einfach klicken, dann öffnet sich das Browserfenster und dann könnt ihr die auch kaufen. Also das finde ich echt super, dass man sich das vorher alles angucken kann. Die Lackierung alle, das sieht auch nicht schlecht aus. Hier, warte mal. Das ist die Woogie Edition, glaube ich. Auch das ist neu, das ist richtig geil, finde ich super. Sieht es denn bei den Namensschildern aus? Ah, okay, man sieht es jetzt nicht, weil es hier alles schwarz ist. Wobei die weißen, die müssten weiß sein, ne? Ja, das ist auf alle Fälle eine richtig schöne Sache. Spoiler. Genau, kann man sich das auch nochmal angucken. Das finde ich echt geil, also das ist richtig super. Es gibt nämlich, da würde ich ganz gerne mal, also das war es dann schon fast wieder aus der Ausstattung hier. Bei den anderen Sachen dürfte sich auch nichts weiter geändert haben, zumindest nicht, was ich jetzt so gesehen habe. Wir können aber mal schauen, ob es hier Abbaudrohnen, dafür brauchen wir doch bestimmt spezielle Drohnen, Reparaturdrohnen, genau. Die sind neu. Man darf sich währenddessen, während die reparieren, darf man das Schiff nicht bewegen. Das muss still stehen bleiben. Und das andere Schiff, was man repariert, auch. Also wenn man da einen Freund repariert mit seinen Drohnen, dürfen sich beide Schiffe nicht bewegen. Ach hier. Ah, okay. Das kannte ich jetzt noch gar nicht. Dieses kleine Symbol hier unten, dieses Männchen mit dem, naja, WLAN-Symbol. Da steht hier oben nochmal unterstützt Multicrew. Okay. Sehr gut. Okay, also Reparaturdrohnen. Und die können aber auch ganz schön ins Geld gehen, ne? 3 Drohnen maximal aktiv. Ich würde das hier am liebsten mal irgendwo testen. Ich kaufe die jetzt einfach mal. Und dann gehen wir mal zurück. Ich zeige euch gleich noch mehr hier im Stationsinterface. Ich fülle jetzt bloß mal, bevor ich das nämlich vergesse. Huch. Ich glaube, ich habe keinen Frachtplatz mehr. Moment, geht gleich weiter. Den Frameshift-Antrieb-Unterbrecher brauchen wir hier nicht. Da
Das ist ja bloß die Beta, egal was man hier an den Schiffen verändert. So, das ist dann niemals im normalen Spiel mit. Also man kann mit dem Account auf einem Beta-Server machen, was man will. Der Fortschritt wird nicht mit in das normale Spiel zurück übernommen, sondern es sind dann zwei verschiedene Save-Games. Einmal ein Beta-Save-Game, die danach wieder gelöscht werden, und einmal halt das normale Save-Game, was man auf dem normalen Servern drauf hat. So, dann haben wir das drin. Dann können wir hier nochmal ein paar Drohnen ganz einfach mitnehmen. Und nach wie vor, das frage ich mich halt, kann man dann auch Drohnen verkaufen? Pass mal auf. Könnte ich nicht Drohnen herstellen? Man kann ja die Drohnen wieder verkaufen. Wenn ich jetzt eine Drohne herstelle... Ach, uns fehlt Eisen. 10 Eisen bräuchte man. Okay, und 10 Zinn. Na gut, 10 hätten wir. Na gut. Dann müssen wir uns so kaufen. Ich frage mich halt, ob dann eine Drohne rauskommt oder ob dann mehrere rauskommen. Ich kaufe jetzt hier einfach mal 10. So, wunderbar. Das hätten wir. Der Warnmarkt. Der sieht so aus wie immer. Da hat sich nichts weiter getan. Es gibt leider immer noch keinen Knopf, dass man den Frachtraum komplett mit einer Ware füllen kann. Schade eigentlich. Dann das schwarze Brett. Auch da, es gibt wieder ein Beta 2.4 Community Event, wo man irgendwelche Sachen von oder für die Targoiden da finden muss. Da habe ich mich jetzt noch nicht reingefuchst. Da nehmen zwar schon ein paar dran teil, aber da muss ich mal genau schauen, was da gemacht werden muss. So, über die Mission. Ja, das sieht auch soweit aus wie immer. Kleinen Moment mal bitte, ich muss mal ganz kurz was erledigen. So, da bin ich wieder, entschuldigt. Sonst hätte mir nämlich meine kleine Mieze hier das Ohr die restliche Folge über Folge heult. Genau, es soll wohl jetzt auch Missionen geben, die mehrfach aufeinander aufbauen. Zumindest stand das so irgendwo in den Patch Notes drin. Aber, ja, gesehen habe ich davon noch nichts. Auf alle Fälle Mission nach wie vor. Gut, dann die Passagier Lounge. Auch das sieht so aus wie vorher. Da wird sich auch nichts großartig geändert haben. Und müsste man halt mal gucken, ob die... Ich vermute mal, dass so ein paar von den neuen, von den Bojen wieder, von den Touristenattraktionen dazugekommen sind, wie eigentlich in jedem größeren Patch. Könnte ich mir auch vorstellen, dass hier wieder neue dazugekommen sind. Ja, dann allerdings die Kontakte. Gut, einmal die Kopfgelder. Ich löse das hier mal schnell alles ein, das ist nicht neu. Ja, ja. So, das hier auch noch weg. Haben wir da noch was? Nee. Denn das hier unten ist neu. Der Such- und Rettungsdienst. Das war auch das, was ich vorhin in den Statistiken gezeigt hatte. Und zwar kann man jetzt hier verschiedene Sachen abgeben bzw. spenden. Und was man davon hat, weiß ich allerdings nicht. Und das würde ich vielleicht dann auch mal mit euch probieren, dass man da einfach mal so ein paar Sachen sucht auf einer Planetenoberfläche und versucht auch dort das Schiff ein bisschen zu ramponieren. Ich kann ja das Schild ausschalten vorher und dann krachen wir einfach mal irgendwo leicht dagegen, dass wir das mit den Drohnen eventuell mal probieren können. Würde mich halt interessieren, ob man sich selbst reparieren kann. Wäre eigentlich sinnvoll, oder? Ich weiß auch nicht, was unter Persönliches zu verstehen ist oder Wrackteilkomponenten, Geißeln, also die beschädigten besetzten Rettungskapseln, Blackbox, kennt man soweit, aber die drei Dinger hier unten und was halt passiert, wenn man die spendet, ob man da trotzdem irgendwas bekommt oder ob das für den Ruf bei Imperium oder Föderation dazu zählt. Keine Ahnung. Kann ich euch gar nicht sagen. Hier oben fehlt noch die Hälfte vom Text. Da wird er irgendwann einfach abgebrochen. Ja, Universal Cartographics. Da haben wir gerade sowieso nichts dabei. Der Crew ist auch alles beim Alten geblieben. Und jetzt noch was für Leute wie mich, die gerne mal auf eine Explorer-Tour gehen, denn bisher war es so, könnte man bloß eine 1000 Lichtjahre Route planen, also maximal bis 1000 Lichtjahre. Jetzt kann man aber bis zu 20.000 Lichtjahre eine Route planen. Das ist der absolute Hammer. Das Problem ist bloß, ich kann jetzt mit dem... Okay, müssten wir mal gucken. Ah doch, das geht schon. Und zwar einfach mal eine schnellste Route mit der Corvette. Das geht auch relativ schnell, dafür, dass es einfach mal 20.000 Lichtjahre sind.
Es ist total geil. Also, ich meine, ich glaube nicht, dass es, oder es gibt wahrscheinlich eher wenig Leute, die eine 20.000 Lichtjahre Route machen, aber über mehrere Tage verteilt. Die Route lädt sich ja immer wieder neu, wenn man neu ins Spiel einloggt. Da muss man immer einmal in die Galaxiekarte. Das ist schon eine ganze Weile so. Und dann hat man die Route auch wieder. So, das war schon. Einfach mal knapp 20.000 Lichtjahre berechnet. Die wird auf schnellste Route, auf wirtschaftlichste Route maximal 1000 Lichtjahre. Und man kann auch mittlerweile mit Schweifboost einstellen. Da kann man, das ist halt dieses Neutronensternspringen, kann man von einem Neutronenstern zum anderen springen, inklusive den Schweifboost angeben und den FSA-Boost. Das geht auch mittlerweile, wenn ich halt sage, hier, ich habe den dreifachen FSA-Boost drin. So, habe ich natürlich jetzt gerade nicht. Deswegen nehme ich das nochmal raus. Und ja, könnte dann per FSA-Boost immer wieder neu meine Route springen, wenn ich da halt die plus 50% oder plus 100% drin habe. So, der rechnet nochmal ganz kurz die Route durch, weil ich hier drüben gerade rumgeklickt habe. Wir warten mal nochmal kurz, bis der das gemacht hat. Das war schon. So, und zwar gibt es jetzt zwei Symbole. Einmal das da oben, das Ende der Route. Und dann, hier vorne gibt es noch ein anderes Symbol. Und zwar wird jetzt angezeigt, wann man beim letzten Stern ankommt, wo man halt nochmal auftanken kann. Steht auch da, letzte Chance auf der Route aufzutanken, bevor man dann halt kein, nicht genügend Treibstoff hat, um das nächste System zu springen. Das wären jetzt zum Beispiel, wie viele Sprünge wären das denn? 1451 Sprünge mit der kleinen oder mit der Korvette, die halt nicht so eine hohe Sprungreichweite hat. Müsste ich mal hier mit meiner Anaconda oder so testen, die dann eine deutlich höhere Sprungreichweite hat. Das ist halt echt eine geile Sache, ne? Also einfach mal, kannst halt einfach mal deine 4.000-5.000 Lichtjahr Route planen und dann einfach mal abspringen und musst nicht nach allen 1.000 Lichtjahren wieder neu planen. Finde ich total genial, absolut klasse. Ganz am Anfang konnte man halt maximal 100 Lichtjahre als Route planen. Dann wurde das auf 1000 Lichtjahre erhöht. Das war schon enorme Erleichterung. Und jetzt auf 20.000, das ist einfach nur abgefahren. Planst du drei, höchstens viermal eine Route und dann bist du einmal quer durch die Galaxie. Und vor allem halt, dass man dann auch die ganzen Sachen mit angeben kann. Also hier Schweifboost für den Neutronensterne oder den FSA-Boost ist total geil. So, Lesezeichen, alles beim Alten, Sternklassen, alles beim Alten. Machtspiele, ich glaube, bei den Machtspielen hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Ja, das war es jetzt erstmal im groben Überblick. Ich überlege gerade, gibt es noch was Neues? In Kolonia hat sich ein bisschen was bei den Stationen noch getan. Auch dort wurden ein paar Systeme nochmal neu umbenannt, dass sie da besser hineinpassen. Neue Stationen in den Plejaden sind vorhanden. Mysteriöse neue Regionen sind auch irgendwo vorhanden, was man halt wieder finden muss. Ich vermute mal, da geht es wieder um die Targoiden. Da habe ich jetzt noch nichts gelesen, zumindest, dass da schon mal jemand was gefunden hat. Habe auch heute explizit nicht nochmal sehr genau nachgeguckt, zumindest im deutschen Forum stand auf alle Fälle nichts bis zum jetzigen Zeitpunkt. Genau, was es noch gibt, und zwar gab es einen Screenshot zu sehen, der auch echt ist, von der Schiffsliste von 2.4. Und zwar taucht dort ein T10 Defender auf. Es gibt halt T6, T7, T9, das sind die Handelsschiffe. Und dann tauchte da der T10 Defender auf. Da bin ich mal gespannt. Bei den T-Typen oder bei den T-T-Types. Da geht es dann immer nach Größe. Also T6 bis T9 würde dann halt immer größer und T10 müsste nochmal eine Ecke größer sein als der Typ 9 Transporter. Und da der als Anhang Defender hat, würde mich mal interessieren, was das für ein Schiff genau ist. Also ob das auch einfach nochmal ein größeres Handelsschiff ist. Oder ich weiß nicht, eine kleine Festung, mit der du durch die Gegend fliegst. Zwei Schildgeneratoren, keine Ahnung, nee. Defender, bin ich mal gespannt. Der soll tatsächlich mit 2.4 kommen, allerdings zum jetzigen Zeitpunkt wohl nicht in der Beta. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt, was da noch Neues dazu kommt. Ich hoffe, der kommt hier nochmal irgendwie jetzt mit rein. So, genau. Dann, ja, wäre es das erstmal so im ganz groben Überblick. Und ja, so ein paar kleine andere
Sachen wurden dann auch mal noch geändert. Das steht dann allerdings alles in den Patch Notes drin. Also die sind schon relativ lang. Ob das jetzt vom Server her irgendwelche Fixes sind oder von der Grafik irgendwelche Fixes bei den Schiffen Anaconda, Diamondback, Dolphin, Eagle, Corvette, Dropship, Courier, Imperial Eagle Typ 6, 7 und 9, Python, Viper MK3, MK4. Auch da bei den Schiffen wurden ganz kleine Sachen so ein bisschen nochmal verändert. Zum Beispiel vom Typ 7 Transporter diese LOD-Texturen, also einfach wenn das Schiff ein bisschen weiter weg von einem ist, dann werden so geringere oder diese LOD-Texturen, Level of Detail nennt sich das, werden die dann geladen. Da hat sich ein bisschen was verändert. Also kleine Sachen bei den Sachen, bei den Schiffen. Genau. Und genau. Ja, das war es dann erstmal für diese Folge. Wir machen nochmal eine. Ich will nämlich mal diese Drohnen noch probieren und dann auch die Rescue-Mission, also die Mission, wo man dann halt die Rettungskapseln finden soll oder eine Blackbox oder was Persönliches. Da fliegen wir uns mal oder fliegen wir mal irgendeinen Planeten an. Das war es erstmal für so einen groben Überblick. Wir haben uns heute hier keinen Meter bewegt, auch eine Leistung. Und ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.